Und in den ersten 10 Schnaps, da ist immer mindestens ein Pillemann dabei. Ja. Oder halt eine entkleidete Brust. Und ich mir denke, ey, muss das sein? Also tut mir leid, muss das sein? Ja. So, ich. Bonny, meine Freunde der Leichtung, seid und willkommen zurück zu einer neuen Folge Magda Bilders mit meinem Karl Dallauge und Revi. Hi. Sex. Was? Dankeschön, hi. Ja, Sex. Einfach ja, mal Sex, Sex machen, Sex Leute. Bisschen, wenn ihr mal Sex gehabt wollt, habt oder Sex haben einfach wollt, einfach mal Revi anschreiben. Daumen hoch. Einfach was? Mal. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Also Leute, bitte nicht, Alter. Ohne Witz. Das ist echt, jetzt, wo wir schon, jetzt hast du mich direkt auf ein Thema gebracht, Alter. Okay. Kein Scheiß. Das wollte ich eigentlich nochmal bei mir thematisieren, aber jetzt können wir es aber. Okay, machen wir, mach mal, ja. Nehmen wir die Plattform. Welche Plattform? Kennst du das? Hast du Snapchat, Freddy? Ja, ne? Ich habe keinen Snapchat, ne. Also ja, ich habe Snapchat, aber ich benutze es nie. Sei froh, weißt du warum? Warum? Kein Scheiß, Mann. Ich kriege ständig, also wirklich ständig. Hm. Und ich blockiere Leute bei Snapchat. Hm. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Also, keine ja, aber er blockiert sie. Ne? Ne, ich blockiere ja nicht. Das ist ja das Problem. Ich blockiere Leute nicht. Ich weiß ja nicht, wie es geht. Ich kriege auf jeden Fall bei Snapchat ständig Pimmelbilder, Alter. Weil mir irgendwelche Abonnenten ihre Schwänze schicken. Das ist super Witz, für einen Titel gerade und ein Thumbnail, das weißt du. Kein das ist kein Witz, es ist mir egal, es ist kein Spaß, Mann. Ich kriege auf Snapchat tatsächlich echt oft Bilder mit viel zu viel freier Haut. Ich reagiere nicht drauf, ich scroll meine Schnaps einmal so am Tag durch. Die Schnaps. Meine Schnaps. Die gute Schnaps, so die, Alter. Das sind so die ersten, hör mal zu. Halt mal die Presse jetzt. Das sind so die ersten 10 Snaps, die ich mir so angucke. Mann, jetzt halt's mal! Uhrensohn! Die guten Schnaps, ey. Ja. Ja, die guten Schnäpse, ne? Ja, alles gut jetzt, ja. Nee, also ich guck mir so die ersten 10 Schnäpse an, ne? Und dann habe ich keinen Bock mehr. Und ja, mach halt was anderes so. Weißt du, in den ersten 10 Schnäpse, da ist immer mindestens ein Pillemann dabei. Ja. Oder halt eine entkleidete Brust. Und ich mir denke, ey, muss das sein? Also tut mir leid, muss das sein? Ja. So, ich meine, ich kann selber auf Pornoseiten gehen. Und wenn ich Kinderporno sehen will, dann mache ich mich damit strafbar. So, hört auf damit. Geh dann, weg, Mann. Ohne ich wollte gerade sagen, dann. Und dann kam so, ja, das ist ja, das ist also, echt nee, nicht cool. Nicht. Das haben ja auch schon viele thematisiert. Ich glaube, Peterle hat das ja auch schon mal thematisiert. Es ist also ist mit einer der Hauptgründe, warum ich kein Snapchat nutze, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, deshalb habe ich mir Snapchat gemacht, aber ich dachte, die wären alle älter, weißt du? Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Nee, aber es ist echt scheiße so. Cool. Also ehrlich nicht. Kann ich vollkommen verstehen. Nee, also ich weiß es gar nicht. Also du bist ja in der gleichen Situation wie ich. Ich sag immer, ich benutze kein Snapchat, weil ich da den Sinn nicht von sehe, wenn ich halt unterwegs bin auf einer größeren Veranstaltung, snap ich nicht, dann blogge ich. Und deswegen sehe ich da den Sinn nicht dann zu snappen, weil das spoilert halt alles schon. Das mache ich nur sehr selten. Also ich bin nur sehr selten auf mal größeren Veranstaltungen, die sich dann überhaupt lohnen zu filmen. Von daher kann ich jetzt auch nicht dann so oft snappen, wenn ich die auch snappen würde, die Veranstaltung. Weißt du, und ich sehe dann, so wie machst du das, wenn du sagst, du snappst? Snappst du viel, snappst du manchmal nur? Ich snappe eigentlich fast gar nicht. Ich habe gestern einen Snap gemacht, wo ich Dena getroffen habe, weil sein Snap abgebrochen ist. Und dann habe ich ihn in meinem Snap ausgedacht, dass sein Snap nicht funktioniert hat. Das waren sehr viele Snaps in einem Satz. Ja, ja, Snaps. Auf jeden Fall, also spult nochmal zurück, wenn ihr es nicht mitbekommen habt. Ja, könnt ihr mal nachsehen. Der Snap ist real. Der Snap ist real. Der Snap ist real. Der Snap. Diabolen! Okay. Naja, also das ist auf jeden Fall so eine Sache, wo ich halt manchmal snappe, wenn ich halt andere Leute sehe. Aber ich komme halt nicht auf die Idee und gehe so hin und sag so, das ist mein neuer Nagellack, den hab ich mir gekauft. Ja, du keine Ahnung, wo der Aussie-Akzent jetzt wieder herkommt. Aber immer wenn es um irgendwelche Sachen geht, die nicht gut sind, kommt direkt so ein ostdeutscher Akzent immer bei allen. Ja, das ist echt nicht gut. Aber das habe ich mir von dir angewöhnt. Ich hab gar nichts gemacht. Frederik, jetzt hör mal. Ich hab auch gar nichts gemacht. Frederik, jetzt, ich bitte dich. Jetzt hör aber auf mit dieser Scheiße, Frederik. Aber, das will ich jetzt Frederik, wird, nein, das ich will meine jetzt es nicht ernst. Hinnehmen, muss du sagen. Musst dich mal ein bisschen zurückhalten. Nee, wir sind Kinder im Raum. Das sind keine Kinder mehr. Die sind doch alle schon ausgewandert. Frederik, du kannst doch nicht damit ausgehen, dass jemand mit 13 Jahren erwachsen ist. Ja, natürlich ist er erwachsen. Also Frederik, guck dir doch mal an. Frederik, guck dir doch mal an, was er gemacht hat. Ich werde da die Polizei anrufen. Hast du das gesehen, was er gemacht hat? Nein, du hörst mir jetzt mal zu, mein Freund. Ich werde da die Polizei anrufen. Ich will da gar nicht mehr was mit der Polizei zu tun haben. Du kannst mich am Arsch lecken, wenn du so weitermachst, ja? Wir wollen uns euch dran lecken. Drauf. Ich soll euch lecken, Mann. Ja, dran lecken. Die ganzen hier, die auf der Messe da, die ganzen, das sind Fachbesucher. Ne, das sind Ausländer. Stimmt. Das war mein Highlight auf der Dreamhack, Alter. Der Typ war echt die Härte, Alter. Security-Spacko Nummer 1. Ich so, ja und, wie ist es so bis jetzt? Ja, die ganzen Ausländer hier. Ich so, das sind noch Fachbesucher aus anderen Ländern. Ah, Ausländer. Die Leute waren auch echt die Härte, muss man sagen. Und ich saß da so, ah, alles klar. Aber danach, muss ich nach wie vor sagen, habe ich einen sehr, 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 sehr netten Security-Mann kennengelernt, der nur ein Auge hatte. Also bis heute, glaube ich, der coolste Typ, mit dem ich jemals geredet habe. Sorry dafür, Alter, ich hab's ihm ausgestochen, weil er zu mir war nicht so nett. Ja, und fuck auf die Hater, Revi ist da. Revi ist da, ich stech auch Augen aus Amina, genau. Stech die Augen aus Amina. Stech die Augen aus Amina, so sieht's aus. Geil, Alter, ich hab einen Pinguin gebaut mit Irokese. Das ist nett, ja, das Freddy. Ist nett, schön. Bei mir läuft gar nicht so. Ja. Ich würde sagen, bei mir läuft, Bruder, bei dir rennt. Wie ist dein Vogel bis jetzt? Ist nett, muss ich sagen. Also ich bin tatsächlich sehr begeistert, immer wenn ich mit dir rede und so ein bisschen abschalte.
dann... Nö, und ich laber einfach in einer Tour durch, Alter. Ja, aber das ist gut für mich. Merke ich gerade mal so. Also es ist wirklich... Ja? Also ich bin tatsächlich ein bisschen fasziniert von dem Shit, den ich gemacht habe hier. Also mein Vogel sieht aus wie eine Mischung aus Hahn und Hurensohn. Das könnte ein Hurenhahn sein. Hurenhahn. So ein sogenannter. Ja, ist... Also... Es ist süß! Also ist ein süßer Vogel. Ne, ist kawaii. Ist kawaii. Also, ist kawaii. Nicht, keine Ahnung. Also ich muss sagen... Lass mich gewinnen. Das ist meins. Was ist denn? Findest du scheiße? Der ist daran scheiße. Das ist nicht deiner. Der ist ein bisschen dick geworden. Das ist nicht deiner. Hey, das ist ein It's okay, Alter. Ja, ja, wegen deinen Augen. Also die Augen von dir haben mir nicht gefallen. Also es hat sehr in die Länge gezogen. Ist wie beim Umblättern von... Ich hab zwei Dinger gleichzeitig gebaut, weil ich krass bin. Alter. Mir wurde zu langweilig, Das Mann. Ist so ein typischer Revi wieder. Das ist halt wieder so ein krasser Revi. Nee, das ist so übel, Alter. Ich geb mal ein Amazing, aber ich finde... Es ist wirklich gut. Es ist wirklich ein Amazing. Nein. Hast du gut gemacht. Ich finde den nicht so gut. Hast du gut gemacht. Ich hab das irgendwie... What? Den finde ich aber echt gut. Da habe ich wohl noch einen dritten Account. Ich wollte gerade sagen, der ist echt gut gewesen. Der ist jetzt... Ja, da gebe ich mal ein It's okay. Das ist ein Meh für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, der erste, der war schlechter. Ja. Also, Freddy, da musst du auch mal differenziert sein. Ja, ich differenziere halt wenig. Alter. Ich differenziere halt wenig. Also jetzt mal Buddha bei die Retalk. Ja. Guck mal, der eine... Na, scheiße, der Rombe. Das ist ja so, geh ich komplett raus. Guck mal, da stinkt der Vogel. Der ist nämlich der Dampf. Der fliegt. Das ist der Dampfvogel. Das ist der Dampfvogel. Genau, da gibt's einen. Das ist die sächsische Dampfsauger, nennen wir das. Den schließen wir in den Raum ein, dann dämpft das. Sauger, der sächsische Dampfsauger. Nein, das ist jetzt kein guter Shit. Jetzt habe ich den gut bewertet, obwohl ich es nicht wollte. Das ist ein Kakadu. Ah, der hat nicht so Körner, guck mal. Ja? Ich geb mal einen Gut. Es ist okay. Aber das Szenenbild ist ganz nett. Der hat hier die Körner. Ja, es ist halt, der hat viel zu viel Zeit mit dem Wasser verschwendet hier. Hier, über den Tellerrand denken, Alter. Ja, aber das ist halt auch. Guck hier, das hab ich gebaut. Diamond! Das ist Lucifer, der Höllenvogel, Alter. Lucifer, der Höllenvogel, der Kinder fickt. Ja, so sieht's aus. Deshalb ist hier auch ein Schwanz. Ein grüner Penis. Warum ist das ein grüner Spritzpenis? Und was ist das? Keine Ahnung, den hab ich da hingebaut wegen Hulk. Das wäre so geil, wenn das wirklich einfach mal von mir wäre, ne? Freddy, du hast die ganze Runde nur mit mir alleine gespielt, wenn du ehrlich bist. Das ist deins. Das ist wieder Quarz. Da ist wieder Quarz. Ah, den finde ich ganz cool, muss ich sagen. Aber das ist ja kein Hahn, oder? Nee, es ist, glaube ich, ein inappropriate Bild. Findest du? Ja. Ich fand's gut. Es ist halt ein Cock. Also deshalb. Ist kein Hahn. Ist ein kleines Vögelchen. Ist ein Vögelchen. Ein Vögelchen. Guck mal, der. Guck mal hier. Robo-Bird, Alter. Robo. Die Beine sind schön, aber dann hört's auch ganz schnell auf, ne? Beim eckigen Vögelchen. Ja, da hat sich zu viel Zeit gelassen. Ja. Alter, nee, ist die große Frage, was hast du denn noch gemacht? Weil du benutzt. Hey, lass nur das nicht eben. Also. Da ist das Quarz. Ne? Da ist das Quarz. Aber der sieht aus wie ein Pinguin am Baum, Alter. Ja, ist ein bisschen, ne? Er sieht also aus, der Schnabel ist halt, ist ein Amazing. Komm, Christian. Ist halt einfach ein Pinguin, ne? Ist gut. Es ist ein Pinguin. Es ist super gemacht, Revi, muss ich sagen. Also, es war echt, also im Gegensatz zu dem übergewichtigen Vogel auf dem kleinen Baum. Gebe ich ehrlich zu. Das sind halt Leute, die es unterschätzen, weißt du? Der setzt sich halt auch auf einen Plastikstuhl und dann bricht er ein. Mir ist alles egal, dem Vogel. Also, ist ein gut so, weil der Vogel ist schon schön. Creepy Sister, ja, sie ist echt gruselig. Sie kommt aber mit in den Raum und will mich umbringen. Ah, hier. Weit TV, ja, Meiser Bleeding, keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Ich kann nicht mal lesen. Was mit mir auf jeden Fall? Ach, Sturmwaffel! Guck, keine Ahnung, verstehe ich nicht. Oh. Verstehe ich nicht, Freddy, verstehe ich nicht. Ja. War jetzt auch nicht so ein Vogel. Bist du geplatzt? Ja. Zeig mal jetzt, ich glaube, du hast gewonnen oder der mit dem Wurm. Ja, es ist mal wieder einfach, Leute. Und ich bin genau gleich stand mit dem Wurmtypen, Alter. Wie krass. Gegners, nur noch 100 Meter, Gewinnzeit. Alles klar, meine Freunde. Okay, ja, muss man sagen. Okay, Leute, heute auf jeden Fall mal ein bisschen die dunklen Seiten von Snapchat abgehandelt. Das muss ja auch mal ab und an wieder sein. Ne? Ja, genau. Also wenn ihr mal schnappt, ein paar Schnaps zeigen wollt, folgt doch dem Revi auf Snapchat. Wenn ihr auch Snapchat habt, lasst einfach mal dann nach irgendwo. Wie heißt du auf Snapchat? Real Revi, aber bitte keine Penisfotos mehr, ehrlich. Okay, gut. Ich hab nix, ich snap eh nicht. Von daher lohnt es nicht. Von daher, ne, haut rein, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann wieder und... Alles klar, meine aktiven Spritzfreunde. Ich hab bei Revi vorbei. Genau, Alter. Ja. Tschüss. Ja.